Maluma hat's gemacht, Justin Bieber hat's gemacht, David Beckham hat's mehrmals gemacht, Dennis Rodman hat's gemacht, Zac Efron hat's gemacht, Kanye West hat's gemacht, Brad Pitt hat's gemacht. Wovon spreche ich? Ja, Leute, vom Haare färben. Ja, Leute, heute geht es um das Thema Haare färben. Viele Stars, Schauspieler, Sportler haben das Ganze schon gemacht. Der Korte aber noch nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, ist doch mal wieder Zeit für eine Haartransformation. Korte geht jetzt zum Friseur, baut die Kamera ab und lässt sich seine Murmel färben. Also, auf geht's. Also Leute, Kamera ist eingepackt. Ich bin jetzt gleich da. Ich bin echt schon gespannt, wie es aussehen wird. Also, let's go. Also Leute, angekommen beim Friseur. Und da hinten steht derjenige, der mir heute tatsächlich meine Haare werden wird. Hallo. So Jens, wie blau machen wir es heute? Ja, super. Gesetzt. Na gut, dann ganz gut. Okay. Und das ist jetzt der direkte Vergleich vor der Blondierung und nach der Blondierung. Ich denke mal, der Unterschied ist klar erkennbar, aber wenn man ans Tageslicht geht, dann sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Ja Leute, das ist das Endergebnis. So sieht es aktuell aus. Erstmal ganz lieben Dank an Jens. Dankeschön. Gerne, gerne. Und jetzt gehen wir nach draußen und schauen uns gerade im Tageslicht vor allen Dingen mal das Endergebnis an. Denn das sieht natürlich nochmal ein bisschen anders aus. So Leute, das ist jetzt das Endergebnis. Von der Farbe her wirkt vielleicht noch ein bisschen violett. Das geht mit der Waschung nachher raus. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was ihr zu der Farbe sagt. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, bald kommen noch ein paar Videos zum Thema Haare färben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.